Das tschechische katholische Bibelwerk. Das Bibelwerk wurde vor 25 Jahren gegründet und ich muss gestehen, mit großer Hilfe unserer österreichischen Kollegen, besonders mit der Hilfe von Dr. Norbert Höslinger. Im Bibelwerk, wir versuchen unsere Aktivitäten in verschiedenen Bereichen zu verwirklichen. Wir bieten Kurse an. Besonders beliebt ist Kurs Erzeugung der biblischen Figuren. Fast jedes Wochenende sind wir entweder in einer Pfarre oder in einer evangelischen Gemeinschaft und erzeugen wir Figuren. Zu heutigem Tag gibt es fast 3000 biblische Figuren in der ganzen Tschechischen Republik. Sonst bieten wir Kurse der praktischen Bibelarbeit an. Wir zielen auf verschiedene Altersgruppen. Wir arbeiten mit den Kindern, mit Jugendlichen und auch mit Senioren. Einige Wochenenden sind für die Familien mit den Kindern bestimmt. Sonst beteiligen wir uns auch auf den Projekten anderer. Wir haben sehr viel beigetragen zu der Abschreibung der Bibel im Rahmen der nationalen Wallfahrt in Velehrad. Oder wir beteiligen uns an der Vorbereitung der 24 Stunden dauernden Lektüre der Bibel, die sich am Olmitzer Rathaus realisiert. Wir bieten sehr viel auch auf unseren Webseiten auf. Die Interessierten finden dort zum Beispiel Kommentare zu den sonntäglichen Lesungen oder das Angebot reicht bis zum biblischen Rosenkranz. Wir senden an die Interessierten verschiedene Materialien, zum Beispiel die Methoden der praktischen Bibelarbeit oder der Arbeit mit den biblischen Figuren. Die biblischen Wandkarten sind sehr beliebt bei den Katechetinnen und Katecheten. Wir arbeiten sehr gerne mit den aktiven Einrichtungen der Diözesen zusammen. Es gibt Zentren für die Jugendlichen und für die Katechese und dort bieten wir sehr viel Biblisches an. Wir präsentieren unsere Arbeit in Medien, im Rundfunk oder im Fernsehen, besonders zeitlich in der Nähe des Bibelsonntags, der von Papst Franziskus ausgerufen wurde. Sehr wichtig ist für uns die Zusammenarbeit auf der Ebene der Katholischen Biblischen Föderation und besonders in unserem Subregion Mitteleuropa. Wir treffen uns jedes Jahr in einem Land oder wir tauschen unsere Erfahrungen und auch einige Projekte mit den anderen. Was fühlen wir als Reserve oder als große Aufforderung für die Zukunft? Wir müssen mehr in den Diözesen zu arbeiten.